Okay. Jo. Dann legen wir los, oder? Ja, gerne. Super. Ja, heute Abend sprechen wir mit Dr. Johannes Moskaljuk, Diplompsychologe an der Universität in Tübingen. Hallo Johannes. Ja, guten Abend. Du hast im Jahr 2011 einen weboffenen Kurs, einen Open Course Workplace Learning abgehalten. Was waren denn die Ziele dieses offenen Kurses und was sind deine Erfahrungen damit? Ja, das Ganze habe ich ja Blended Open Course genannt. Und das Ziel war letztlich so, das Beste aus zwei Welten irgendwie zu integrieren. Also das Beste aus der Web 2.0 Welt, also das offene Lernen, das riesige Mengen frei verfügbare Informationen und das geschlossene Lernen am System Hochschule. Einfach mit der Idee, dass beide Systeme voneinander profitieren können. Also die Hochschule kann davon profitieren, dass sie sich nach außen öffnet, dass sie guckt, was im Web passiert und wie sie die Technologien für sich nutzen kann. Und ich bin überzeugt, auch das Web und die Lerncommunities, die es da im Web 2.0 gibt, können davon profitieren, sich an die Hochschulen und an das Know-how und die Verknüpfung von Forschung und Lehre anzuschließen, die es an der Hochschule gibt. Und das war das große Ziel, Hochschule nach außen zu öffnen und ja, fürs Web 2.0 Anknüpfungspunkte zu bieten. Und so habe ich bei dem Open Course einfach ein klassisches Seminar an der Hochschule mit dem Diplomstudiengang Psychologie, ja, geöffnet nach außen, und ja, tatsächlich ein Verhältnis hingekriegt, dass ein sehr, sehr viel größerer Teil der Teilnehmer dann tatsächlich nicht eingeschriebene Studenten an der Hochschule waren, sondern von außerhalb teilgenommen haben. Ja, wie kannst du es ungefähr beziffern? Wie viele waren das gewesen, die da so von außen aktiv mitgewirkt haben? Also aktiv waren, würde ich sagen, 20 aktive Teilnehmer, die also wirklich regelmäßig Blogbeiträge geschrieben haben, im Verhältnis zu 10 Teilnehmern aus der Hochschule. Wir hatten einen Newsletter, der sozusagen die offizielle Anmeldung zu dem Kurs war, und da hatten wir 160 Anmeldungen, was wesentlich mehr war, als ich erwartet hatte, nachdem das ja überhaupt nicht großartig beworben wurde und letztlich alles mit einer Twitter-Nachricht begann. Und so ist es dann gelungen, dass tatsächlich dieser kleine, feine Hochschulkurs auf einmal einen ganz großen ja, Hintergrund im Web 2.0 hatte an Interessierten, die zum Teil sehr aktiv mitdiskutiert haben, die aber auch, was wir jetzt im Nachhinein so ein bisschen auch noch mitkriegen, den Kurs passiv mitverfolgt haben, aber auch sehr interessant fanden. Also die Vernetzung von Hochschule mit Menschen außerhalb hat funktioniert. Kannst du auch irgendwie ja, deine Einschätzung abgeben, was inhaltlich sozusagen auf beiden Seiten an Profit herausgekommen ist aus dieser Vernetzung? Also ich glaube, was Hochschule zu bieten hat, ist ja eine ganz starke theoretische Fundierung, die auch oft sehr lange in die Vergangenheit zurückgeht und sich fragt, was haben denn Forscher vor 20, vor 30, vor 40 Jahren für Aussagen gemacht, und auch immer den Anspruch, letztlich empirisch zu arbeiten, also Theorien irgendwie empirisch zu bestätigen. Im Web 2.0 und in dem Kurs habe ich sehr stark erlebt, dass da sehr schnell viele Ideen generiert werden und man einfach mal ein Konzept hat und es ausprobiert. Und ich glaube, das sind genau die beiden Dinge, wo Web und Hochschule voneinander profitieren können. Also die Hochschule kann davon profitieren, manchmal ein bisschen schneller und einfach kreativer mit Dingen umzugehen und nicht immer einen ganz langen Rattenschwanz mitdenken zu müssen an Tradition, an Forschung, an Empirie. Und ich glaube, das Web kann davon profitieren, ja, dass es das Rad nicht immer neu erfindet, sondern sich auch anhört, was gab es denn vor 20 Jahren, vor 30 Jahren für Forschung, die noch gar nicht von Web 2.0 geredet hat, aber trotzdem fruchtbar ist. Und das fand ich ganz spannend in dem Kurs, dass das gelungen ist. Also, dass beide Teile gemerkt haben, oh, es macht Sinn, auch die andere Seite anzugucken. Kannst du in drei Sätzen mal versuchen zu erklären, was der Inhalt des Kurses war? Worum ging es denn da inhaltlich? Wir haben den Kurs Organisationales Lern- und Wissensmanagement genannt, und das waren die zwei Punkte. Wissensmanagement ein bisschen eher als der technische Begriff, also welche Tools, welche Konzepte,
braucht man, um in Unternehmen Wissensmanagement umzusetzen, und organisationales Lernen eher als die Idee, welche Rolle spielt denn das Individuum? Also was passiert, wenn Lernen tatsächlich am Arbeitsplatz passiert? Also nicht nur in der Hochschule und in der Schule, sondern on the job. Das war die Hauptfragestellung. Was gibt es denn dafür so für Erkenntnisse aus der Wissenschaft? Welche Strategien sind denn im Wissensmanagement an Firmen, in Firmen erfolgreich? Also letztlich ist es, glaube ich, immer die Kombination zwischen individuellem Wissensmanagement und ja, kollaborativem Wissensmanagement. Also immer die Frage, wie kann das Wissen, das ein Einzelner hat, in Zusammenhang gebracht werden mit dem Wissen, was in der Organisation vorhanden ist. Also letztlich Strategien, die da versuchen, Schnittstellen hinzukriegen. Also dass der Einzelne sein Wissen mit der Organisation teilen kann und dass die Organisation von dem Wissen des Individuums profitiert. Und vielleicht so eine spannende Forschungsfrage aktuell sehe ich die Frage, wie sieht es denn mit implizitem Wissen aus? Also mit Wissen, das sehr stark in konkreten Handlungen manifestiert ist. Also Experten, die ohne groß nachzudenken ein Problem lösen. Wie kann man die denn dazu bringen, dass sie diese Kompetenzen, die sie haben, mit anderen teilen, die davon profitieren könnten? Welche Rolle können denn da Informations- und Kommunikationstechnologien spielen im Wissensmanagement? Ja, die spannende Frage beim impliziten Wissen oder beim Handlungswissen ist, spielen wirklich Kommunikationsmedien eine Rolle? Also ist es überhaupt möglich, dass dieses implizite Wissen irgendwie computermediiert weitergegeben werden kann? Also es ist für mich tatsächlich die spannende Frage. Geht es oder dienen computermedierte Kommunikationsmöglichkeiten letztlich nur dazu, die Leute zu identifizieren, die für mich spannend sein können? Also stellen sie letztlich ein Netzwerk zur Verfügung, also denken wir an sowas wie Facebook fürs Unternehmen, stellen die Netzwerk zur Verfügung, mit dem ich identifizieren kann, was sind eigentlich die Leute, die für mich interessant wären, die an den gleichen Problemen arbeiten, und mich dann mit denen zu verschalten. Und dann läuft das Ganze nicht mehr nur computermediiert, sondern dann läuft es im direkten Austausch miteinander. Die Idee, die mir gerade kommt, könnten da vielleicht Videos eine Rolle spielen? Also wenn man Handlungswissen medial repräsentieren will, dass die Leute es nicht beschreiben oder so, sondern dass sie einfach einen kurzen Clip mit dem Handy drehen und den dann online laden irgendwo? Ja, genau. Also das kann natürlich eine Möglichkeit sein. Mit dem Problem, dass das vor allem für standardisierte Prozeduren funktioniert. Also wenn ich einmal, keine Ahnung, einen komplizierten Knoten im Segeln hingekriegt habe und den auf einem Video aufnehme, dann kann das einer anderes wahrscheinlich leichter nachmachen. Aber das heißt letztlich immer, ich produziere Wissen auf Halde. Das ist, ich stelle Videos online in der Hoffnung, dass die irgendwann mal jemand helfen. Ich glaube, das Spannende ist, wie kriegt man das hin, dass genau dann, wenn jemand das Wissen braucht, er jemand findet, der ihm sozusagen das Video drehen kann, das er braucht, um jetzt genau die Aufgabe zu lösen, die er hat. Also letztlich eine Kombination von beidem. Die Frage in Netzwerk zu haben, in dem ich Personen identifizieren kann und dann ja vielleicht Videos, die mir einen komplexen Handlungsablauf klar machen. Okay, wenn man mal vom impliziten Wissen weggeht zu explizierbarem Wissen, da werden ja auch Wikis immer stark gehandelt als tolles Tool für Wissensmanagement in Firmen. Wie ist denn da deine Einschätzung? Ich glaube, man muss immer zwei Seiten sehen, nämlich einmal das Wiki als eine Technologie, also einfach ein technisches Tool, das Möglichkeiten bereitstellt. Und da bin ich natürlich totaler Fan von Wikis, weil sie einfach ganz vielfältig sind, weil man mit ihnen ganz viele unterschiedliche Sachen machen kann. Also kann einfach gemeinsam ein Dokument schreiben, egal ob das eine Benutzeranleitung oder ein wissenschaftliches Paper ist. Man kann es aber auch nutzen, um ein Adressbuch aktuell zu halten. Also zunächst mal ein Tool, eine Technik, ein Werkzeug, mit dem man ganz viel machen kann. Und ich glaube, die andere Seite ist, dass der Einsatz von Wikis auch immer was mit der Kommunikationskultur macht. Also es gibt ja den Begriff Wiki-Prinzip oder Wiki-Management, also die Idee, dass der Einsatz von Wikis eben auch das Management in einem Unternehmen verändert. Also dass zum Beispiel die Hierarchien viel flacher werden, dass auf einmal jeder Zugriff auf alles Wissen hat, also es nicht mehr klares Rechte-Management gibt, sondern eigentlich kann jeder alles lesen und bearbeiten. Dass wir keine vorgegebene Struktur mehr haben, die einmal festgelegt wird, sondern wir ein wachsendes Netzwerk von Inhalten haben. All das sind, glaube ich, Dinge, die nicht nur eine technische Seite haben, sondern die eben auch was mit der Art und Weise machen, wie wir kommunizieren und wie wir ja auch deklaratives Wissen austauschen. Welche Tools nutzt du denn für dein persönliches Wissensmanagement?
Ja, es ist mir peinlich zu sagen, aber ich nutze tatsächlich als zentrale Schnittstelle meinen E-Mail-Account, weil da einfach alles reinläuft und ich da auch alle, so derjenige bin, der auch seine Twitter-Nachrichten dann doch nochmal per Mail kriegt und sie dann erst liest. Also das Mail-Account ist bei mir tatsächlich so eine Schnittstelle. Ich habe da auch ein Tagging-System, wo ich also sozusagen die Mails verschlagworte und mein Aufgabenmanagement läuft auch über ein Mail-System, das sozusagen zum individuellen Wissensmanagement. Also du machst das, ich mache das auch öfter, dass ich mir selbst To-Dos selbst zumaile, so, ne? Dass man es im Mail-Account hat. Ja, genau. Genau, oder auch mit dem Mobiltelefon dann einfach, wenn man was nicht vergessen soll, sich selber eine Mail schicken. Also, es gibt vielleicht effektivere Möglichkeiten, aber ich finde es ganz spannend. Und dann bin ich natürlich auch im Arbeitsalltag Fan von Wikis. Also ich setze es in Lehrveranstaltungen ein und auch da ist es ja letztlich ein Wissensmanagement-Problem. Also wie kriegt man die Literatur, die der Dozent vorschlägt, wie kriegt man die Referate, wie kriegt man Ausarbeitung von Hausarbeiten oder wenn wir Experimentalpraktika haben, wie kriegt man Versuchspläne oder Ausarbeitung, wie kriegt man die gemeinsam bearbeitet? Da ist tatsächlich für mich ein Wiki das Tool der Wahl, das ja eine ganz hohe Flexibilität bietet. Okay, vielen herzlichen Dank für das Interview Sehr und gerne. ja, wir sehen uns bei Twitter, ne? Ja. Genau, okay, also, Tschüss. tschüss.